So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Ragnarok. Und ihr könnt es auch schon hören, Leute, wir werden gerade geraided. Genau, ich war gerade auf dem Test und Kiki meinte nur zu mir, Askalt, da komm sofort auf den Server. Und ich so, was ist denn los? Und tatsächlich, Leute, ihr könnt es sehen, Leute, wir werden gerade tatsächlich geraided, ne? Und zwar wissen wir noch nicht, welcher Tribe das war. Weißt du, wie heißen die? Okay, Leute, unser Equus wurde schon mal getötet, unser Stegosaurus wurde auch getötet. Ne, unser Rex wurde sogar getötet, Leute, also seht schon... Da war gerade ein Stegosaurus, der uns geradet hat. Ich weiß auch nicht, aus welchem Tribe das war. Und die hatten auch tatsächlich einen... Da kommt jemand mit einem Giga an. Mit einem Giga. Leute. Oh, oh. Wir haben ein kleines Problem. Sag mal was, wir wollen nicht kämpfen. Wir wollen nicht kämpfen. Wir wollen ein bisschen Dinos züchten. In Ruhe. Er schneidet dir jetzt die Haare. Du kriegst eine Frisur. Ich schneide dir jetzt die Haare. Ich hab doch genauso schön pinke Haare wie du. So, Leute, wir haben jetzt hier auch einen der Spieler. Ich will mir jetzt einfach mal die Haare schneiden. Der ist nämlich gerade bewusstlos. Der meinte hier so, ja, Skalter, wir wollen dich jetzt raiden. Und ich so, ja. Okay, wir sind jetzt gerade seit, ich bin gerade seit zwei Tage hier. Ich finde das jetzt nicht so fair. Aber gut, Leute, ich werde jetzt zeigen, was ich davon halte. Denn seine Haare werden geschnitten. Man kann es nicht so sehen, Leute. Ich bin ja auch jetzt erstmal hier füttern. Genau. Genau, wir haben jetzt hier, ne, sieht, glaube ich, ganz schön aus. Vielleicht auch ein bisschen Facial Hair. Das, genau, wenn wir auch mal hier, genau. So, dann müssen wir aber auch aufpassen, dass er jetzt nicht aufwacht. Also immer schön Narkotik geben hier. Ja, und diese Giga ist zwar auch nicht dick. Genau, Kiki, ich würde sagen, ich tue ein bisschen Narkotik rein und immer wenn die Torpidity runtergeht, dann fütterst du ihn, okay? Okay. Okay, dann werde ich nämlich jetzt mal gucken, was sie nämlich hier so haben. Es ist auch leider gerade ein bisschen dunkel geworden. So, wollen wir mal ein bisschen gucken hier. So, Gamma 3. Genau, die haben hier nämlich unter anderem einen Giga, Leute, mit dem sie uns raiden wollen, was ich natürlich nicht so cool finde. Ne, denn, wie gesagt, ich bin hier erst seit zwei Tagen ungefähr und, genau, wir haben halt noch gar keine Dinosaurier, weil halt Gigi auch damals geraidet worden ist und halt auch sehr viele von ihren Dinosauriern verloren hat. Genau, dort ist jetzt deren Giga. Ich weiß auch nicht, ob die was anderes hier noch haben oder ob das nur der Giga ist, den sie jetzt... sie haben unsere Pferde getötet, Leute, das geht einfach gar nicht. Ne, Gigi liebt eben Pferde und... Genau, du musst auf jeden Fall was tun. Ich würde auch sagen, ich würde einfach mal vorschlagen, ich werde jetzt hier den Spieler, den wir hier haben, würde ich einfach mal betäubt lassen und du kannst ja mit einem Raketenwerfer, du hast ja einen, oder? Oder nicht? Nee, weil Kiki wurde nämlich auch vorhin getötet und hat, glaube ich, ihre Sachen verloren. Sonst gebe ich dir meinen. Oder du guckst in der Schmiede, das ist auch einer. Kalte, drück mal links, klick. Genau, Kiki. Ah, warte, du hast die Schere in der Hand, dann drück nicht links. Mhm. Hast du noch Narkotik? Ja, in dem ist da noch ein Haufen Zeug drin. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das reicht, ne? Aber sonst versuche es mal, ne? Ich glaube, das sollte reichen. So, ich werde jetzt erstmal zum Giga gehen, Leute. Wir werden dann erstmal den Giga so ein bisschen versuchen zu töten. Aber Pink war noch so toll, genau. Rixup möchte eine neue Farbe haben. Wir schauen mal, was wir ihn nachher färben. Er meint, er möchte einen fairen Raid. Ich meine, ich finde es jetzt nicht ganz so fair, wenn man jetzt mit dem Giga unsere Base raidet. Aber gut, ich meine... Ich bin immer offen für Raids, kann man gerne machen, wenn man das vorher kommuniziert. Ich meine, jetzt ist er da, ist alles in Ordnung. Genau, Leute, ich glaube auch, dass der Rex wird dabei draufgehen. Wir sollten auf jeden Fall etwas aufpassen. Aber gut, Leute, ich werde es trotzdem jetzt versuchen. Vielleicht ist er auch auf Passiv, Leute, aber ich glaube nicht. Ne? Und wir sehen auch schon, Leute. Nee. Nee. Oh, oh, das ist gefährlich, Leute. So, und ich setze einfach mal, genau, auf. Okay, wir werden jetzt einfach mal unseren Rex pfeifen. So, mal gucken, was er macht. Genau, stopp. Oh, oh. Okay, Leute. Ich muss aufpassen. Ich muss jetzt richtig aufpassen. Wenn er mich... Genau, wenn er mich... Aua. Leute, genau, ich bin fast tot. Der Giga macht nämlich mega viel Schaden. Okay, Leute. Rex, greif ihn ran, Rex. Los. Okay, perfekt, Leute. So, ihr seht schon, der Rex macht nicht so viel Schaden wie der Giga. Ich werde jetzt auch zurückgehen zur Base. Ich bin nämlich fast tot. Ich habe ein bisschen Medical Brew. Das kann mir ein bisschen helfen, aber es wird mich auch nicht retten. Genau, Leute, ihr seht schon, der Giga ist einfach stärker. Mein Rex macht nicht so viel Schaden. Es ist gar nicht so einfach, dich hier zu kriegen, ne? Aber nochmal zu deiner Frage. Ich habe deine Sachen nicht. Also ihr seid halt in der Base irgendwie gestorben und wir konnten eure Sachen leider nicht bekommen. Weil ihr vorher despawned seid. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir seine Sachen jetzt bekommen können. Ne, der hat auch nichts dabei, Leute. Schade. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück zum Giga. Genau, es war vielleicht auch nicht so schlau, den zu töten. Den hätten wir lieber bewusstlos schlagen sollen. Okay, wo ist jetzt der Giga, ist die Frage, Leute. Genau, nicht, dass er jetzt hier irgendwie... Wo ist denn der Giga jetzt, Leute? Genau, Kiki, wie sieht's aus mit dem anderen Spieler? Ist er noch bewusstlos?
Ja, das ist jetzt unser neues Haustier. Unser neues Haustier, sehr gut. Dann kann er nämlich nichts machen. Jetzt versuchen Ich den habe nur noch drei Gigas. Narkotics noch. Noch drei Narkotics. Oh Mist. Na gut, dann pass auf. Muss ja auch aufpassen. Ist der Giga schlauer als ich dachte. Okay, ich muss fliehen, ich muss fliehen. Ich brauche auf jeden Fall einen Flugsaurier, Leute. Nein! Okay, Leute, ich bin gestorben von einem Giga. Okay, Leute, unser Freund hier, der ist nämlich auch schon fast aufgewacht. Wir brauchen ein neues Narkotik. Okay, alles gut, du brauchst ihn nicht mehr schlagen. Steck nicht. Und ich muss jetzt aufpassen, Leute, dass wir schnell zu meiner Leiche kommen. Denn, wenn ich Pech habe, hat sich schon der andere Spieler aufgesammelt. Und dann, ja, das wäre nicht so gut, denn ich hätte dann nämlich ziemlich gute Sachen. Gut, der ist jetzt auf passiv, glaube ich. Genau, der greift mich jetzt nicht an. Ich hoffe auch, dass er jetzt nicht ihn auf aggressiv pfeift. Guck mal, hier haben wir einen. Ach, das bin ich, Leute. Da war ich so ganz schön bunt. So, das nehmen wir alles. Genau, noch hier die Beweise verwischen, Leute. Nee, wir werden uns dann einfach so liegen lassen. Gut, den Giga lassen wir jetzt hier so stehen. Naja, fliegen dann lieber schon mal weg, Leute. Mit dem Griffin ist das ein bisschen einfacher. Ja, aber ihr seht schon, so ein Giga, der ist halt relativ stark. Den kriegt man nicht so leicht down. So, jetzt muss ich mich nochmal anziehen, Leute. Ihr seht schon, ich habe, genau, meine Rüstung ist komplett gebroked. Das ist natürlich schade. Essen. Aber gut, Leute. Noch ist der Kampf nicht verloren, sag ich mal. So, mal gucken. Wir müssen den Giga halt irgendwie weglocken. So. Nur einfach hier zack, mit dem Griffin ihn am besten irgendwo hinlocken, wo uns dann auch nicht so gut. Genau, jetzt ist er runtergefallen. Sehr gut, Leute. Da unten kann er auch mal begehrlich rumkreischen. Jetzt darf ich nicht runterfallen, Leute. Jetzt darf ich nicht runterfallen. So, wer ist er denn? Unser Giga. Nein! Leute, das war das Dümmste, was ich gerade machen konnte. Oh, Leute, Leute, Leute. Leute! Leute, nein! Griffin, Griffin, komm schnell her. Okay. Oh, war das knapp, Leute. Das war so knapp. Aber okay. Aber okay, Leute, das war gerade mega knapp. Ich dachte schon, wir werden jetzt sterben. Es hat aber tatsächlich noch geklappt. Im letzten Moment. So, und nichts wie weglo. Ja. Ihr habt schon gesehen. 888 Schaden. Genau, da sollten wir lieber ein bisschen aufpassen. So, der kann ja auch ein bisschen hoch. Als ob der jetzt hier hochkommt, Leute. Also das ist anscheinend ziemlich. Der ist ziemlich wendig. Der kommt an Orte, wo man an sich eigentlich gar nicht rankommt. Kick, ist das dein Ernst? Das sind Sehr jetzt. gemein. Du hast ihn jetzt Der hat mich nicht. einfach. Der hat mich. So, Leute, ich bin auch nicht sicher, ob wir diesen Raid gewinnen können. Die haben anscheinend gerade sehr, sehr viele Dinosaurier vor unserer Base versammelt. Und die haben auch sehr, sehr viele Ascendant-Sachen, was wir halt leider nicht haben. Und ich würde auch vorschlagen, dass ich erstmal jetzt unseren Griffin wieder suche und auch mich hier selbst mal überzeuge, was sie denn haben und was nicht. Ne, wir wissen schon, von welcher Seite sie aus angreifen. Sag mal, Kiki, du weißt nicht zufällig, wo der Griffin gerade ist, oder? Oh, Hat die das greifen schon an, geklappt? die greifen schon an. Okay, Leute, die greifen schon an, das ist nicht so gut. So, erstmal hier die Rexe, alle Rexe, die wir haben, mitnehmen. Okay, Leute, das ist gar nicht gut, die greifen schon an. Ja, aber die sollen nur zu dieser Base kommen. Wir haben sehr viele Autoturrets, wir haben sehr viele Pflanzen. Genau, und den Griffin, den haben sie anscheinend weggelockt. Ich weiß nicht. Hast du eine Idee, wo der Griffin sein könnte? So, dann wollen wir auch mal schauen, ob wir die hier jetzt finden. Du meinst doch, die waren hier vorhin, ne? Wo ist wieder Griffin? Standen direkt vorm Tor und haben es angegriffen und jetzt sind sie weg. Aber ich Jetzt glaube, haben sie die sich sind. weggeportet. Komm mal mit. Ich glaube, die sind. Ich weiß es nicht. Die verschwunden von der einen auf die andere Sekunde. Das Und ist sehr das. merkwürdig, Leute. Mir wurde auch berichtet irgendwie, dass die cheaten sollten, und dass sie das wohl andere Spieler, die Hier schon sind sie. gesehen haben, weil Guck. die haben auch sehr viele Ascendant-Sachen. Okay, interessant. Die haben anscheinend gebufft, die Dinosaurier. Die werden wohl nicht ganz so leicht zu besiegen sein. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt hier noch irgendwie ein Flugmanöver haben, das uns dann ab. Genau, ob sie. Genau, da Ja, hinten sind die sie mit dem schießen, die Griffin. schießen. Oder ist. Ne, das ist ein feindlicher Griffin. Genau, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Die sind nicht zu leicht zu besiegen hier. Die schießen, meinst du? Ja, Autoturret. Die haben Am Quetz, Autoturrets. glaube ich, sind die. Wo haben sie denn hier einen Quetz? Okay, Leute, ihr Die seht schon stehen ziemlich hinter krass. dir. Die haben einfach gebufft, die Dinosaurier. Da ist deren Giga. Haha. Wir kriegen das auch nicht. Ey, genau, Rixo hat Hallo gesagt. Hallo, Rixo. Freut mich, dass du hier bist. Genau. Da sind sie mit einem U-Tyrannus und mit einem Giga. Interessant, interessant, Leute.
So, dann wollen wir auch mal schauen hier, was wir hier haben. So, Raketenwerfer. Nee, so weit können wir damit leider auch nicht schießen. Denn selbst wenn ich da hier reinschieße, das wird wahrscheinlich nicht treffen. Oh, oh. Jo. Genau, Leute. Da haben sie auf einmal viel Schaden gemacht. Fast 1000, ne? Also der Giga ist schon nicht schlecht, glaube ich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir ein bisschen sehr aufpassen. Ja, Giga, ne? Zurückziehen. Das funktioniert ganz gut. Genau. Ja, das wird also nicht so leid. Ich würde auch sagen, wir können sie ja in die Base kommen lassen, ne? Die würden da auch locker nicht überleben. Okay, Leute, wir werden jetzt auch mal in die Offensive gehen. Die haben nämlich alle unsere Flugsaurier getötet. Das ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen, sage ich mal. Aber ganz gut, Leute. Mir kommt es auch ein bisschen suspekt vor, dass auch dieser Rixope oder auch dieser andere Spieler, die waren vor ein paar Tagen noch Level 70. Jetzt sind sie auf einmal Level 94. Das ist halt... Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß nicht genau, was, Leute. Aber okay. Ich denke mal, wir können den Tribe trotzdem zerschlagen. Ne? Aber ganz gut, Leute. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen uns zu verteidigen. Auch wenn wir mit großen Verlusten rechnen müssen. Jetzt ist auch schon das schon wieder der Giga. Gut, mit dem Griffin kann ich diesmal nicht fliehen. Ich meine, unsere Rex sind ja auch nicht schwach. Okay, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wollen wir da reinstimmen oder wollen wir sie zu uns locken? So, Leute. Die machen auch tatsächlich keine Anstalten, hier reinzukommen. Ich glaube, die wissen ganz... die wissen ganz genau, dass sie verlieren würden. Ich werde jetzt auch mal unten in deren Channel gehen. Sie sind nämlich auch tatsächlich gerade auf dem TS und werde dir mal Bescheid sagen, dass sie jetzt entweder kommen oder, genau, wir werden offline gehen, denn ich kann auch nicht den ganzen Tag hier warten auf die... Aber an sich... Naja, wir gucken mal. Okay, Kiki ist jetzt auch schon unten. Sie redet mit den Leuten. Dann muss ich das nicht machen. Okay. Ich bin mal gespannt. Wir können auch das Tor aufmachen, ne? So nach dem Motto, ihr seid willkommen. Weil ich meine, Leute, was ist denn ein Raid, wenn ihr nicht mal hier den Mut haben, hier reinzukommen? Ne, ihr habt auch schon gesehen, wir sind öfters jetzt rausgegangen. Haben dabei auch viele Verluste geschlagen. Das war nicht ganz schlau, aber ich dachte mir, wir wollen auch ein bisschen Action haben. Und die hat halt jetzt gefehlt. Okay, Rixop, die Action, die kannst du auch gerne haben, aber dann komm doch vorbei. Okay, Leute, tatsächlich kommen sie jetzt auch, zumindest sagen sie es. Ich bin mal gespannt, die haben ja einen Turret-Kratz, den hatte ich auch damals mal. Würde ich auch gerne mal wieder, genau, würde ich auch gerne mal wieder tatsächlich... Oh, Leute, guck mal, die haben eine Turret runtergeschmissen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll, Leute, aber die haben gerade einfach eine Turret... Die haben einfach nur gerade... Achso, um die Turrets leer zu tanken. Das ja, ist Pokémon klug. Hier. Das ist klug, Leute. Aber okay, Rixop ist schon gestorben. So einfach geht das. Genau, das Problem ist halt, dass sie jetzt einfach... Genau, erstmal die Turrets leer tanken. Ist auch gar nicht so dumm. Das muss man denen schon lassen, Leute. Das muss man denen schon lassen. Aber ich meine, deren Quetz wird dabei auch drauf gehen. Und das haben sie natürlich ganz... Genau. Also das mit der Schildkröte ist natürlich ziemlich klug gewesen, Leute. Das muss man schon sagen. Ne, weil dadurch... Obwohl, ne, die Turret geht gar nicht drauf, sind nur die Pflanzen. Okay, die tanken die Pflanzen leer, das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut, ich habe jetzt auch leider kein Schwert, Leute, sonst werde ich einfach mit dem Schwert die Schildkröte zerstören, so muss ich den Raketenwerfer nehmen. Ich hab ein Schwert. Das ist ein Schwert, ja, dann, dann greif doch mal die Turtle an. Okay, dann mach sie einfach mal kaputt. Okay, Fischer machst du auch nicht. Nee, warte, dann geh noch mal weg. Dann mache ich das mit dem Raketenwerfer zu Ende. Kannst doch mal weggehen. Eigentlich ist gleich tot. Ja, okay. Gut, und da ist der Quetz. Mal gucken, was der Quetz so schön hat. Er auch eine Quetz-Plattform, ne? Ich meine, das ist auch nochmal gut, Leute. So eine Quetz-Plattform kann man immer gut gebrauchen. Vor allem in Mastercraft hier. So, Leute, das werden wir dann auch erstmal wegbringen. Ich bin mal gespannt, womit sie jetzt noch ankommen. Ich meine, die haben jetzt noch zwei Griffins, mit denen sie kommen können. Aber es war schon ein guter Schachzug, Leute. Das hat es schon nicht schlecht gemacht. Ne? Aber gut, wir müssen erstmal nach oben hier jetzt so eine Plattform. Die kann man immer gebrauchen. So, tun wir noch erstmal hier rein. Zack. So, tun wir alles rein, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Ich glaube, Handstellen, das wird auch nichts mehr heute. So, genau, den könnten wir noch gebrauchen, eventuell Poison. Genau, den können wir den hier rausnehmen. Obwohl, nee, ich glaube, den lassen wir lieber drin. Und tun den anderen raus. So, Leute. Okay, dann bin ich auch mal gespannt jetzt, wie das jetzt aussieht. Na, ob er jetzt nochmal kommt oder nicht, jetzt wo er seinen Quetzal verloren hat. Aber du meinst, die hat noch einen mit Turrets drauf, oder? Die haben also hat so ausgesehen, also eventuell zwei Turrets. Da kommt der mit Turrets, okay, der hat jetzt wieder, ach Leute, der hat wieder eine Schildkröte. Soll ich die Turrets vielleicht vorerst auf außen machen? Okay, die haben da auf jeden Fall auch ein Bett, das sollten wir vielleicht zerstören. Gott, ich würde sagen, wir haben ja auch noch einen Quetz. Okay, jetzt wirft er einfach auf die Turrets wahrscheinlich drauf, auf die Turrets drauf, ich werde die Turrets ausstellen. Ja, ich werde die Turrets ausstellen. Das ist eine super Taktik hier. Ne, weil weiß nämlich... Okay, die Schildkröte backt irgendwie rum. Ja, Leute! Willkommen in Ark! Lass die Schildkröte einfach mal. Ja. Die bleibt da, ne? Die kann auch jetzt nicht von der Schildkröte... Nicht auf die Schildkröte schießen, auch nicht nach oben schießen. Das ist cool, Leute.
Das ist echt cool. Also manchmal, ich reg mich ja immer über die Bugs auf, ne? Aber okay, ne, jetzt. Die läuft gerade in der Luft. Nein, die fällt. Ja. Genau, ich mach kurz die Turrets aus. Das bringt nichts, Leute. Okay, wir haben ein kleines Problem, das ärgert mich gerade total, ne? Genau. Warte, ich hab die Idee. So, und die Rexe. So. Genau, wenn alle darauf gehen. Genau, Leute, so geht das ganz einfach. So, und die Turrets schießen auch nicht mehr drauf. Plan mit X war wohl nichts, mein Freund. Ha! Ja. Genau, aber Leute, das ist natürlich schon mal eine super Taktik, die werde ich mir merken. Das werde ich demnächst auch mal machen. Weil ohne Witz, ich meine, das ist echt klug, Leute. Also, der kennt sich in Ark schon ein bisschen aus mit Raiden. Man macht er gut. Gefällt mir, Leute. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin mal gespannt, was er als nächstes jetzt droppt, ob er noch ein paar mehr Turtles hat. Aber so kann man schon mal ganz gut raiden, weil ich meine, unsere Turrets hier haben auch nicht so viel Munition. Na, das ist das Problem. Na gut. Genau, wir können jetzt auch vielleicht einen der Rexe nehmen. So, dass wir hier nochmal ein bisschen Fleisch rauskriegen, ne, für unsere Rexe. Genau, oder auch hier aus der Turtle. Ich weiß nicht, was hier noch so Schönes drin war. Ne, da war nichts drin. Aber gut, Leute, dann wollen wir mal schauen, was wir noch so haben. So, Skiki, nimm mal einen Rex und hau mal den Dings kaputt. Wenn's nur den Kratz. Genau. Genau, dass die Rex noch ein bisschen Fleisch kriegen, weil Fleisch haben wir jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen Mangelware gehabt. Kannst du dann auch gleich in den Futtertrug legen. Ja, genau, Leute. Die bangen rum. Die nicht auseinander. Ja, da musst du mal auf Follow setzen. Greif die mal. Genau, mal gucken, wer davon kommt. Okay, ich bin auch gespannt, ob er jetzt nochmal kommt, Leute. Ne? Ob er jetzt sagt, okay, er möchte jetzt nochmal mit einem Quetz kommen oder nicht. Ich habe ja auch noch einen Quetz. Ja, wir können ja auch nochmal versuchen, dorthin zu fliegen. Na, aber ich meine, seine Turtles, ich weiß nicht, wie viele Turtles nimmt man denn mit zu so einem Raid? Ich denke mal auch nicht zu viele. Gut, jetzt laggt es ein bisschen, Leute, der Server laggt leider in letzter Zeit ziemlich oft. Na, aber gut, so jetzt na, kommt er wieder? Mega gebufft, der Griffin, der. Oh. Wow. Okay, das ist ziemlich dumm, dass er jetzt gerade dahin fliegt. Aber der hat auch nicht, der hat ja auch nicht Schaden gemacht, ne? Ihr tötet ja den Drachen, keine Ahnung wie schnell. Genau, Leute, der hat unseren Drachen getötet. Oh, der hat unser Gewächshaus kaputt gemacht. Och nein! Gewächshaus. Genau, da haben wir wirklich sehr lange dran, oder hat Kiki sehr lange dran gesessen an diesem schönen Gewächshaus. Ich meine, das können wir auch dann woanders aufstellen. Wir können hier vielleicht noch ein Häuschen machen, dann Turrets rausstellen. Das Gewächshaus würde ich dann eher am Fluss aufbauen. Aber okay, Leute, er hat noch nicht aufgegeben, finde ich gut. Ne? Dort oben ist er. Ja, die Pflanzen stehen leider, stehen zum Glück noch. Der hat gerade in die Luft gebockt, der ist gerade geflogen irgendwie. Merkwürdig, Leute. Also ich weiß nicht, ob das damit recht denkt. Nee, du brauchst gar nicht mit einem Raketenwerfer schießen, das bringt nichts. Genau, Leute. Also der hat auch schon ordentlich Schaden genommen. Wenn er hier noch einmal reinfliegt, dann ist er tot. Ne? Und am besten nicht mit einem Raketenwerfer rauf, am besten hier mit so einer Assault Rifle oder so. Damit kannst du die ganz gut kriegen eigentlich. Genau. So, da ist er. Wurde von den Pflanzen getroffen, sehr gut. So, ein bisschen Schaden konnte ich machen. Genau, schön in Deckung gehen hier. So, Leute, ich bin auch wieder da. Ich habe tatsächlich gerade meine Festplatte anschließen müssen, denn meine normale Festplatte vom PC war voll. Ne, weil einfach die Aufnahme schon über 300 GB groß ist. Und jetzt habe ich meine externe angeschlossen. Ich hoffe, das funktioniert, dass es mit der Schreibgeschwindigkeit auch alles klappt. Aber gut, Leute, ne, er ist immer noch nicht in unserer Base. Er hat auch gerade tatsächlich Kiki gefragt, Kiki, kannst du bitte die Tür aufmachen? Oder kannst du mir irgendwie Munition für einen Raketenwerfer geben, damit ich euer Tor aufsprengen kann? Und wir dachten uns nur so, ist das dein Ernst? Also Leute, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ja, also auf jeden Fall Props für diese Aktion, okay. Genau, mittlerweile sind sie leer getankt, also sehr viel hatten sie auch nicht. Hier haben sie auch ihr Bett. Und das Coole ist, Leute, ne? Die dachten sich so einfach mal, ja, wir gehen jetzt einfach mal offline. Ne? Jetzt gerade, wo wir jetzt hier sind, ne, mit einem Rex und einem Quetz, denken sie sich so, nö, wir gehen jetzt offline. Also Leute, ja. Das ist einfach ziemlich feige, ich finde das halt echt nicht cool. Ja, und ich warte jetzt auch nur noch, dass sie eigentlich online kommen. Weil ich meine, was soll das denn, Leute? Ich meine, ne, erst raiden sie uns und dann gehen sie einfach feige offline, dass wir hier nicht an ihre Sachen kommen und dass wir sie auch nicht zerstören können. Naja, Leute, aber sie haben sich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Sie haben hier einige Turtles mitgebracht, ne, haben sie ja auch gedroppt. Dann haben sie ja auch noch so einen Stego, da wollten sie auch noch reindroppen. Na gut, ach genau, da ist deren Quetz. Okay, interessant. Ich warte jetzt einfach mal, dass sie online kommen. Okay, da ist deren Griffin. Gut zu wissen, Leute, gut zu wissen.
Okay, Leute, wir warten jetzt einfach, bis wir online kommen. Ich meine, in den Auto-Trails ist nichts mehr drin. Vermute ich aber mal. Es kann auch sein, dass es gerade an der Auto... Genau, dass es gerade an der Offline-Protection liegt. Sicherheitshalber werde ich einfach mal den Generator ausschalten. Kann ich nämlich leider nicht reingucken. Schade, Leute. Kann man leider nichts machen, aber ich werde einfach mal jetzt schon mal zum Quetzal gehen. Das ist quasi deren, ja, stärkste Waffe, die sie gerade haben. Okay, das ist eigentlich der Giga. Aber gut, Leute, und dann warten wir einfach mal, dass sie wieder online kommen. Oder ich hoffe zumindest, dass sie wieder online kommen. Weil ich meine, ansonsten wäre das halt schon ziemlich, ziemlich feige. Gut, da oben ist auch ein Griffin. Mal gucken, von wem der ist. Nicht, dass es auch noch einer von denen ist. So, und das Witzige ist ja, dass unsere Freunde jetzt einfach offline gegangen sind. Im Glauben, ja, Offline-Protection greift. Naja, die können uns jetzt nichts. Aber nee, Leute, ne? Was sie nämlich nicht wissen, ist, dass die Offline-Protection auch gar nicht mehr drin ist. Ne? Denn seit dem letzten Server-Restart haben wir den nämlich entfernt. Einfach aus dem Grund, weil es einfach, ja, ich sag mal, ziemlich unfair ist, dass die denken können, sie können uns offline raiden und selber nicht geradet werden. Von daher, Leute, ne, werden wir jetzt erstmal, genau, deren Giga zerstören, beziehungsweise den ins Wasser locken. Und dort wird er dann einfach ertrinken. Genau, dann müssen wir unsere Raketenwerfer nicht nicht verschwenden. So, Leute, ich würde euch dann sagen, irgendwas greift sich hier an. Ach so, das sind einfach Säbelzahntiger, die sie jetzt angreifen. Ja gut, Leute. Wir müssen gar nichts machen, das machen die Säbelzahntiger. Genau, Kiki ist auch vorhin rausgeflogen, keine Ahnung. Genau, wenn sie wieder drin ist, dann, ja, kann sie sich ja um den Giga kümmern. Wobei, das kann ich eigentlich auch machen. Wir müssen nämlich aufpassen, weil wir haben jetzt hier den netten Panzu. Ja, und ich möchte jetzt nicht gerade den Giga weglocken, wenn, genau. Obwohl, ich könnte das theoretisch mit dem Petri machen, der ist nämlich relativ schnell. Gut, sollen wir mal schauen, was wir jetzt hier noch haben. Genau, ich nehme einfach mal die ganze Munition mit, das können wir selber sehr gut gebrauchen. Die Autotools an sich werden wir dann auch zerstören. Genau. So, der Säbelzahntiger macht auch gute Arbeit. Wir machen nicht so viel Schaden, aber... Ach nee, der greift die Turtle an, Leute. Oh, ganz schlecht, dann wird das noch ein bisschen dauern. Na gut. So, ich habe erstmal ein bisschen was beisammen. Ne, Munition für unsere Turtles haben wir dann auch wieder. Ne, weil die haben ja auch echt viel weggeschossen, Leute. Aber okay, die haben wir jetzt wieder drin. So. Ach genau, Kikis... Ach, du hast jetzt gerade Rixorb getötet. Ja gut, kannst du ja mal gucken, was er im Inventar hatte. Der hat nämlich auch tatsächlich Kikis Raketenwerfer und so weiter und so fort geklaut. Aber ich vermute mal, er hat es wahrscheinlich in seinen Giga getan. Das hätte ich gemacht. Ich habe ihn getötet, aber er ist auf dem Baum. Er ist auf dem Baum? Er ist nicht tot. Hä? Wie meinst du das? Dein Char ist eben auf den Baum geflogen. Okay. Ah nee, der liegt jetzt wieder hier. Okay. Okay, du musst mal gucken, ob er deine Sachen hat. Ansonsten müssen wir woanders gucken. Ich weiß nicht, wo wir... Er hat gar nichts. Er hat gar nichts? Nö. Merkwürdig. Das ist wahrscheinlich in den Giga getan, so hat er es jedenfalls gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt in die Luft sprenge. Ich glaube, da werden die Dinos aggressiv. Ich werde sagen, ich logge erstmal mit Petri. Oder das kannst du auch, willst du das machen? Nimm einfach mal den Petri und lock mal den, genau, stell erstmal den Rex ein bisschen weg, dass er safe ist. Und lock da mal mit Petri den, Giga ins Meer. Ne, wo auch die ganzen Drachen sind. Ich glaube, das wäre ganz gut. Würde ich mich auch mal um den Quetz aufpassen. So, theoretisch könnte ich den nämlich auch mit dem Quetz locken. Weil, ich meine, das haben die mit den ersten Giga von mir tatsächlich gemacht. Da haben sie einfach mein Giga damals ins Meer gelockt. Und ich dachte mir, Leute, was machen die da? Aber gut, ich meine, was die können, das können wir auch. Genau, die Säbelzahntiger machen hier, verrichten gute Arbeit. Theoretisch können wir doch einfach in die Drachenschlucht. Ach, guck mal, da haben sie zum Beispiel den Griffin gerade. Der will gar nicht, ne? Ich glaube, wir können den einfach so töten. Ja, aber ich würde den eigentlich schon gerne... Na, okay, Leute, also es ist anscheinend auf passiv, ist schade. Ja, sonst hätten wir den locken können, jetzt müssen wir anscheinend doch unsere Raketenwerferschüsse opfern. Aber gut, Leute. Ich nehme den Rex. Können wir auch machen, ne? So. So, das ist schon mal kaputt. Wunderbar. Oh, und der Patschi ist jetzt wild. Tut mir leid, Patschi, das wollte ich gar nicht. So, ist aber kein Problem. Oh, nee, Leute. Der macht ordentlich Schaden. Der macht ordentlich Schaden hier, aber ist jetzt auch tot. Level 150. Ja, gar nicht so schlecht. Gut, Quetzal lebt auch. Ach nee, jetzt will der Ankula auch noch was. Ankula sollte man auch nicht unterschätzen. Okay, war nur Level 20. So, dann mal ein bisschen weitermachen. Ne? Könnte das auch nochmal zerstören hier. Zack. Ja. Du Tyrannus, wie viel Leben hast du? Hä? Was ist gerade mit dem Giga passiert? Achso. Keine Ahnung. Ich dachte schon, der fliegt weg. Aber der ist einfach noch ein bisschen zur Seite gegangen. So, Leute, die Turrets müssen wir natürlich nachher auch noch zerstören. Nicht, dass sie nachher einfach abpicken. So. Genau. Okay, Leute, die hau ich einfach jetzt mit einem Raketenwerfer kaputt. So.
und dabei ist alles jetzt endlich weg. Genau, und diese eine Foundation können sie meinetwegen hier noch haben. Die macht nichts, was haben sie hier drin. Ja, dann möchte ich nämlich auch gerne, damit können wir auch noch gut gebrauchen. So, die sind dann auch fast weg, Leute. So, U-Tyrannus ist tot. Mal gucken, was der so schönes im Inventar hatte. Ulala, gar nichts. Oh, und ist ja schon die Töte. Die haben alle gar nichts im Inventar. Die haben gar nichts. Auch nicht der. Ne, den Giga, der ist da noch. Okay, ne, die Turtle können wir an sich lassen. Die ist jetzt. Ah, ne, die schießt jetzt auch weg, Leute. Die buggen alle weg. Also so gut. Ne, die Turtle können wir eigentlich schon da lassen. Ich werde jetzt einfach mich um den Rex kümmern. Oder besser erst um den Griffin dort oben. So, der hat uns nämlich am meisten geärgert. Und ich glaube, es würde die auch am meisten triggern, wenn der Griffin jetzt weg wäre. So. Genau, jetzt kann man das auch gut mit dem Raketenwerfer machen, weil er nicht wegfliegt. Ist auch immer ziemlich dumm, wenn man seine Dinosaurier auf passiv stellt. Denn man sollte sie immer auf neutral stellen oder eben auf aggressiv. Guck mal, jetzt habe ich daneben geschossen. Okay, guck mal mit dem Rex. Ach, da hinten ist auch noch der Quetz. Mhm. Oh, sehr gut. Oh, und mein Raketenwerfer ist kaputt. Hast du vielleicht noch einen Raketenwerfer? Ich habe doch gar nichts. Der hat mich doch geklaut. Ach, der hat dich geklaut. Ja, Leute, dann muss man das anders machen. So, ich weiß nicht, ob ich damit den Griffin jetzt besiegt kriege. Das sollte aber auch Schaden machen. Guck mal, der hat mich kaum noch Leben. Ja, ist kaputt, Leute. Genau. So, tatsächlich hat sich die Rifle, die wir aus dem Raid bekommen haben, gelohnt. So, Leute, weil die haben nämlich auch nämlich ziemlich gute Sachen gehabt, die von den Tribe hier. Da sind wir halt leider nicht rangekommen. Guck mal, hier hat er auch, naja, so gute Sachen hat jetzt nicht. Guck mal, nämlich trotzdem gerne mit. Genau, Scheren nehmen wir auch mit. So, nehme ich auch alles mit, was man hier so gebrauchen kann. Genau. Ja, so schlecht sind die Sachen gar nicht. Die hat, guck mal, hier. Ascendant ohne Ende, Leute. Mit, ne? Wie bitte? Irgendein Quetz mit, habe ich gesagt. Auch Raketenwerferschüsse haben die hier, sehr viele. So, schön und gut. Handschellen haben sie auch mitgebracht. Die haben eigentlich schon viel mitgebracht hier, was wir auch gebrauchen könnten. So, jetzt können wir nachher in den Quetz reintun, Leute. Ihr seht schon, ich bin jetzt, genau, schon wieder zu schwer. Ach, das ist der Quetz, den machst du gerade fertig. Na gut, ich werde jetzt erstmal zum Quetz gehen. So, vielleicht kann ich auch mich mal ein bisschen leer schießen. So. Macht natürlich nicht so viel Schaden, das haben wir dann eher Glück mit dem hier. So, weil die lohnt sich auf jeden Fall, Leute, ne? Genau. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen Rifles. Die Kammern sind auf jeden Fall Gold wert. So, weil der Tribe eben von die Bauern, die haben nämlich mehrere davon. Ich weiß gar nicht, die hatten, glaube ich, 8 Stück davon. Ne, die hatten eigentlich nur Ascendant, die hatten auch eine Ascendant-Flak-Rüstung und alles. Und da sind wir natürlich noch weit von entfernt. Wir haben nur diese Ascendant Longneck Rifle. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch. Ich glaube, wir haben auch ein Ascendant-Sattel, aber das war's dann auch schon, Leute. Okay, Quetz ist tot. Du hast doch früher, als es Ascendant-Raketenwerfer gab, das waren noch Zeiten. Hast du die Plattform genommen vom Quetz? Nehmen die mal mit, die können wir auf jeden Fall dann gebrauchen. So, ich bin jetzt gerade dabei, den Giga zu töten. So einen Giga-Sattel können wir natürlich auch gebrauchen, weil wir haben noch keinen. So Leute, es ist auch soweit. Ich würde sagen, wir geben dem Giga jetzt den Rest. Zack. Na, wie viele Schüsse brauchen noch? Ich denke mal nicht mehr viele. So. Genau. Und er ist gestorben, Leute. Der Giga ist tot. So soll das sein. Ja, mal schauen, was der im Inventar hatte. Also mein Giga, mal gucken, was er so im Inventar hatte. Ja Leute, im Grunde auch nur Crap, also ist eigentlich nicht was, was wir irgendwie gebrauchen können. Ich werde es trotzdem mal mitnehmen. Na, aber ich meine, man weiß ja nicht, Leute. Ne? Vielleicht kann man irgendwann doch nochmal eine Verwendung dafür finden. Na, wir nehmen einfach mal alles mit, Leute. So, nehmen wir mal alles mit hier, auch wenn ich jetzt ein bisschen schwer bin. So Leute, ich will dann jetzt auch nochmal hier unser ganzes Zeug wegtun. Und dann würde ich auch sagen, wo sie schon offline sind, ne? Dass wir mal deren Base einen Besuch abstatten, deren Hauptbase. Na, werden wir mal schauen, was sie noch so Schönes haben hier. Na, weil die wollen es wahrscheinlich nochmal raiden, aber ich denke mal, da müssen sie sich erstmal ein bisschen mehr aufbauen, ne? Denn wir werden sie jetzt raiden, Leute. Also sie haben uns auf jeden Fall schon viel Schaden gemacht, da nochmal großen Respekt, die waren ziemlich gut, aber eben so ein paar Aktionen von denen waren natürlich nicht so schlau, zum Beispiel sich einfach auszuloggen. Aber gut, Leute, genau, die meinten, wir finden die Base von denen nicht, okay, alles klar. Ist aber nicht das Problem. Ich würde auch sagen, ich werde jetzt erstmal den Server neu starten und mal schauen, woran das jetzt mit den Lags liegt. Vielleicht hat er einfach zu wenig RAM. Ich muss mal gucken, was jetzt genau das Problem ist. Und gut, Leute, dann werden wir dann nochmal hier nächste Folge versuchen, diesen Tribe zu raiden, falls wir sie dann finden. Und ansonsten, ja, war es wieder mit der Folge. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare. Ne, schreibt Hashtag Team Unbesiegbar und dann, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.